So, da sind wir auch schon wieder zurück. Nämlich, ich habe nämlich noch eine Sache vergessen, die für gerade am Anfang eigentlich sehr wichtig ist. Nämlich, wie ihr es schon seht, 12 Knochenfragmente habe ich. Aber selbst die kann man instant farmen, wenn man sich, wie ich jetzt hier, eine Gruft besuche, beziehungsweise eine Grabkammer. Wir gehen auch direkt rein. Da gibt es nämlich einen kleinen Trick, wie ihr wirklich unendlich, wirklich, also es ist nicht gelogen, unendlich Knochenfragmente haben könnt. Und wie macht ihr das Ganze? Ihr seht hier diesen Knochenhaufen, der lila leuchtet. Daraus spawnen immer wieder Skelette. Aber auf eine Sache müsst ihr halt wirklich, ja, jetzt haben wir gerade gesehen, er ist gespawnt. Auf eine Sache müsst ihr achten, ihr dürft den Haufen natürlich nicht kaputt machen. Deshalb macht das wie ich hier, zieht die einfach ein bisschen raus. So, wie ihr seht, jetzt ist keiner mehr da, aber da spawnt auch schon der nächste. Ich mache das Ganze immer schön mit dem Schild und mit dem Schwert. So kann man das Ganze schön immer abblocken. So skillst du auch gleichzeitig noch die Attribute für das Schlagen an sich und natürlich auch Blocken. So, jetzt haben wir schon 80 Knochenfragmente. Und das könnt ihr jetzt so lange machen, bis ihr sagt, jetzt habe ich aber genug. Und dann könnt ihr wieder nach Hause gehen. Und ihr habt natürlich etliche Knochenfragmente. Weil gerade am Anfang braucht ihr halt für so viele Rezepte. Und wenn ihr wieder eure Ruhe haben wollt, einfach die Tür zumachen. Die kommen dann nicht durch. Die schlagen auch nicht dagegen. Und in dem Sinne würde ich sagen, euch viel Spaß. Und wo findet man diese Grabkammern? Richtig, im Schwarzwald. Früher hieß er Dunkelwald, jetzt Schwarzwald. Aber nur dort kann man die finden. Und natürlich die ganzen Skelette, die sonst so in der Gegend rumlaufen, die haben natürlich auch Knochenfragmente. Aber diese Spawner findet man wirklich nur in Grabkammern. Weil draußen die Spawner, die haben die anderen Mobs alle in sich, aber keine Skelette. So, wie gesagt, wenn ich dir dabei helfen konnte, gerne ein Like da lassen. Und in dem Sinne würde ich sagen, dir viel Spaß beim Zocken und vielleicht bis zum nächsten Video. In dem Sinne, haut rein.